Bist du manchmal auch unzufrieden mit deinem Aussehen? Vor 5 Jahren ging es mir ganz genauso. Ich hatte unreine Haut, trockenes Haar, war super unglücklich mit meinem Körper und hatte auch irgendwie keinen richtigen Style. Jetzt, 5 Jahre später, habe ich meine Glow-Up-Transformation von Kopf bis Fuß erreicht und ich möchte mit dir teilen, wie du das auch hinkriegst. Deswegen starten wir eine ultimative 14-Tage Physical Glow-Up-Challenge. Start ist offiziell am 15. März und ich erzähle euch in dieser Folge, welche Regeln ihr erwarten könnt. An dieser Stelle möchte ich dich gerne einladen, meiner Glow-Up-Community beizutreten. Das ist eine kleine Investition in dich. In dieser Community bekommst du die ganzen Strategien, meine Tipps, alles noch mehr in Tiefe und da sind wirklich die Ergebnisse für die Challenge garantiert. Ja, also du wirst dort versprochen dein optisches Glow-Up nach diesen 14 Tagen erreichen und einen wesentlichen Vorher-Nachher-Unterschied erkennen. Bisher hat dir nämlich niemand gesagt, worauf es eigentlich bei diesem optischen Glow-Up ankommt und ich sag dir, es sind nicht teure Kosmetikbehandlungen und auch kein Botox, was ich früher dachte, was ich bräuchte. Nein, es kommt auf ein paar wesentliche Geheimnisse und Tipps an und all das erfährst du in dieser Glow-Up-Community. Ansonsten kannst du natürlich auch auf Instagram teilnehmen. Dort werde ich die Templates zur Verfügung stellen und natürlich auch Insights teilen, wie ich die Challenge selber umsetze. Nach dieser Challenge wirst du besser aussehen denn je. Ja, du wirst die attraktivste Person, die du jemals warst. Reinere Haut, gesundes Haar, direkt eine attraktivere Ausstrahlung. Also wunder dich nicht, wenn du von allen Seiten plötzlich Komplimente bekommst. Das ist der positive Nebeneffekt dieser Challenge. Und letztendlich wird auch dein Selbstbewusstsein und deine Selbstliebe dir gegenüber stärker werden denn je. Ich werde natürlich mitmachen, denn Glowing Up ist für mich ein Lebensmotto geworden und ich schwöre einfach auf diese Gewohnheiten. Das heißt, wir machen das alle zusammen und wir sitzen alle im selben Boot. Was sind denn eigentlich die 8 Gewohnheiten, die auf dem Tagesplan stehen? Nummer 1, ausreichend Schlaf. Nummer 2, eine Gua Sha und Affirmationsroutine. Nummer 3, 15 Minuten Self-Care. Nummer 4, es wird ein Outfit of the Day Moment geben. Nummer 5, gesund essen und trinken. Nummer 6, mindestens 15 Minuten lang ein Workout machen. Nummer 7, Selbstliebe Journaling. Und das letzte ist ein Daily Progress Pick. Was das Ganze zu bedeuten hat, das erfahrt ihr jetzt. Also ich erkläre euch jetzt die ganzen Regeln im Detail. Nummer 1 war ja der Schönheitsschlaf. Ich sag euch, an dem Schönheitsschlaf ist so viel dran. Wenn ihr mehr schlaft, werdet ihr auch besser aussehen. Ich sag euch, es gibt wirklich Bilder von mir. Die könnt ihr nebeneinander halten und ihr werdet genau erkennen, an welchen Tagen habe ich gut geschlafen und an welchen Tagen nicht so gut. 7 bis 9 Stunden ist meine Empfehlung. Also das könnt ihr so unter dem Schönheitsschlaf oder auch unter ausreichend Schlafen verstehen. Wenn ihr 7 bis 9 Stunden schlaft, werdet ihr am nächsten Tag frischer, wacher und auch viel, viel besser aussehen. Ihr werdet mehr Energie haben und dadurch auch direkt eine bessere Ausstrahlung auf andere Menschen ausüben. Das zweite ist, ihr befolgt eine Gua Sha und Affirmationsroutine. Ein genaues Anleitungsvideo mit meiner eigenen Gua Sha Routine und mit den Affirmationen, die mir täglich helfen, attraktiver auszusehen, das teile ich mit euch in der Glow Up Community. Gua Sha, sag ich euch, ist das Wundermittel, um euer Gesicht komplett zu transformieren. Also ihr kriegt diese Jawline, ihr werdet euer ganzes Gesicht shapen und konturieren und das auf ganz natürliche Weise. Dieser kleine Stein, den ihr nutzt, ihr könnt natürlich auch eure Finger nutzen, das geht auch, der wird Wunder bringen. In Kombination mit Affirmationen nochmal 10-mal stärker, weil Affirmationen sorgen dafür, dass ihr positive Gedanken über euch und über euren Körper habt. Tatsächlich ist es nämlich so, dass jeder Gedanke in eurem Körper eine chemische Reaktion auslöst und ihr tatsächlich mit euren Gedanken verändern könnt, wie ihr ausseht. Wenn ihr nämlich in den Spiegel schaut und ihr denkt die ganze Zeit, boah, ich habe so viele Pickel und ich sehe schon wieder dicker aus, was glaubt ihr, was ihr mehr bekommt? Genau das nämlich. Ihr zieht mehr davon in euer Leben. Das Gleiche könnt ihr aber auch zu eurem Vorteil nutzen, indem ihr über euch denkt, wie attraktiv ihr seid. Und genau dafür solltet ihr Affirmationen einsetzen, um Selbstliebe und positive Gedanken zu fördern. Ich stelle meine eigenen Affirmationen in der Glow-Up-Community für euch zur Verfügung, die ich benutze, um bei mir wirklich meine Gesichts- und meine gesamte Körpertransformation erreicht zu haben. Dritte Regel wird sein, dass du dir 15 Minuten für deine Self-Care-Routine nimmst. Und diese Self-Care-Routine, das kann alles Mögliche sein. Ein Make-up, das kann eine All-in-One-Shower sein, vielleicht aber auch, dass du einen Spaziergang machst. Diese Routine soll ganz gezielt darauf ausgerichtet sein, dir beim optischen Glow-Up zu helfen. Also es geht darum, dass du wirklich dein Äußeres optimierst durch diese Gewohnheit. Mit dieser Regel soll es für dich normal werden, dass Healthcare kein Luxus ist, sondern ein absoluter, essentieller Bestandteil deines Tages. Ich mache Healthcare seit Jahren täglich morgens und das ist meine Zeit, die gehört mir. Und demnach kann ich mehr Mühe in mein Äußeres stecken und den ganzen Tag über besser aussehen. Auch hierfür stelle ich dir meinen Plan natürlich zur Verfügung. Das heißt, was mache ich täglich, was mache ich alle paar Tage, was mache ich einmal die Woche, was mache ich nur einmal im Monat. Alle möglichen Self-Care
Behandlungen, die ich bei mir selber durchführe oder von anderen bei mir durchführen lasse, um einfach das Maximum aus meinem Äußeren rauszuholen. Vierte Regel wird der sogenannte Outfit of the Day Moment sein. Was meine ich mit dieser mysteriösen Aussage? Du kennst ja wahrscheinlich diese Abkürzung OOTD, Outfit of the Day von Instagram oder so, wo viele Leute dann einfach kurz ihr Outfit zeigen in ihrer Story. Es geht darum, nimm dir ein bisschen Zeit, um dein eigenes Outfit of the Day zusammenzustellen. So oft passiert es doch, dass wir aufstehen und wir bleiben den ganzen Tag lang irgendwie nur im Schlafanzug und geben uns gar keine Mühe damit, wie wir aussehen. Vielleicht, weil wir den ganzen Tag nur drinnen bei uns zu Hause verbringen und das Haus gar nicht verlassen. Aber wie würde sich die beste Version von dir selber anziehen? Was möchte ich, dass du dir diese Frage stellst, wenn es zu dem Outfit of the Day Moment übergeht? Wie würdest du dich anziehen, um dich heute wie die hübscheste, attraktivste Version von dir selber zu fühlen? Während dieser Challenge wirst du dir also ein bisschen Zeit nehmen, um dein Outfit perfekt zusammenzustellen, sodass es einfach dein Style widerspiegelt und du dich richtig wohl daran fühlst. Der Effekt ist, du wirst dich selbstbewusster fühlen und andere Menschen werden dich auch sofort attraktiver wahrnehmen. Weil ich sag dir, wer einen Style hat, der wirkt einfach, als hätte er sein Leben im Griff. Dein Style ist deine Visitenkarte und spiegelt deine Persönlichkeit wider. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch von anderen Menschen ernster genommen. Auch hierfür gibt es natürlich hilfreiche Videos und Tipps, wie du überhaupt deinen eigenen Style findest, wie du immer was zum Anziehen findest, obwohl du denkst, du hast gar nichts zum Anziehen. Und natürlich meine Tipps, wie du für deinen Typ und deinen Körper einfach die perfekten Farben und Formen an Kleidung findest. Nummer 5. Esse und trinke gesund. Was heißt das jetzt im Detail? Weil das hört man ja sehr oft. Es ist klar, wir sollen uns gesund ernähren und viel Wasser trinken. Fakt ist, wahre Schönheit ist von innen. Du bist, was du isst. Das heißt also, wenn du Scheiße in deinen Körper reinsteckst, wird diese Scheiße auch wieder rauskommen. Ich habe das wirklich so oft erlebt, dass ich am Abend zuvor eine Pizza gegessen habe, irgendwas super Fettiges und am nächsten Tag bin ich mit Pickeln aufgewacht. Warum? Weil dieses Fett mir nicht gut getan hat. Und dass mein Körper natürlich dann auch direkt signalisiert. Euer Körper ist ja eine schlaue Maschine. Um also diese Regel umzusetzen, mache unverarbeitetes Essen zur Priorität. Füge zu jeder Mahlzeit Obst und Gemüse hinzu. Trinke genügend Wasser. Ich würde sagen mindestens 2,5 Liter. Das sollte dein Ziel sein. Dann natürlich auf Alkohol und Softdrinks komplett verzichten. Das ist klar. Das tut dir nicht gut. Das wird deinen Schlaf beeinträchtigen und vor allem halt auch versteckt so viele leere Kalorien und so viele Zuckermengen in sich. Plus 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht essen. Protein hat wahnsinnig viele positive Auswirkungen auf unseren Körper. Das kann der Muskelaufbau sein, das kann eine straffere Haut sein, das kann dir beim Abnehmen helfen. Dafür werde ich dir auch eine ganze Tabelle an guten Proteinquellen in der Glow Up Community geben, mit der du deine Proteinziele erreichst. Regel Nummer 6 ist ein 15-minütiges Workout. Wir wollen deinen Körper in Form bringen. Jedes Outfit, versprochen, wird dir besser stehen, wenn dein Körper einfach ein bisschen in Form gebracht ist. Wenn du Gewicht verlierst oder definierter wirst, gleichzeitig aber auch Muskeln aufbaust, das ist das Ziel des Ganzen. Meine Homeworkouts stehen dir natürlich zur Verfügung, um beide Ziele zu erzielen, sowohl Muskelaufbau als auch Gewicht verlieren. Du kannst aber auch Kraftsport machen, du kannst zu Hause Pilates machen. Alles, was dir irgendwie hilft, deine persönlichen Fitnessziele zu erreichen, das ist in diesem 15-Minuten-Workout drin. In der Glow-Community habe ich auch genau eingeteilt, welche Muskelbereiche du mit welchen Workouts von mir zum Beispiel erreichst. Das ist auch super, weil dann hast du einfach direkt die Übersicht, musst nicht lange in YouTube scrollen und kannst direkt das Video anklicken, was du gerade für den jeweiligen Körperbereich brauchst. Plus, wie wir alle wissen, Homeworkouts sparen Zeit. Das heißt also, wenn du nicht viel Zeit hast, sind da wirklich meine Homeworkouts die beste Lösung. Oder natürlich auch irgendein anderes YouTube-Homeworkout. Regel Nummer 7 ist das Selbstliebe-Journaling. Ich habe Journaling über die letzten Jahre wirklich als eines meiner Top-Gewohnheiten in meinen Tag eingebaut. Und das hat so einen Einfluss auf meine Optik gehabt, das glaubst du mir nicht. Statt Journaling nur als Tagebuchschreiben zu verstehen, möchte ich dir mal ein anderes Verständnis mitgeben. Du kannst mit Journaling for real deine Selbstliebe üben. Selbstliebe lässt dich sofort attraktiver wirken, weil wenn du Selbstliebe übst, indem du dir zum Beispiel selber Komplimente machst oder dich selber schriftlich besser kennenlernst, du stellst dir selber Fragen, wirkst du nach außen attraktiver. Die Menschen werden dich mehr respektieren, denn sie sehen, du weißt, wer du bist. Du liebst dich selber bedingungslos. Dieses Selbstliebe-Journaling soll einfach diesen inneren Glow umfassen. Du kannst dein äußeres Glow-Up niemals erreichen, wenn du nicht von innen strahlst. Wie sollst du dich attraktiv fühlen und auf andere attraktiv wirken, wenn du dich ablehnst innerlich? Hierfür kriegst du die optimalen Journaling-Prompts, ja auch für alle die, die gerade mit Journaling starten, also perfekt. Du startest nicht von null. Nein, ich gebe dir ganz genau an die Hand, was du mit dir selber halt eigentlich besprechen kannst, wenn du das Journaling machst. So kannst du das Journaling auch wirklich sehen. Es ist wie so eine Diskussion mit dir selber. Du lernst dich selber besser kennen und fängst an, dich zu bewundern.
für die Schönheit und für die ganzen Talente und Charaktereigenschaften, die du sowieso schon nur durch deine Existenz mitbringst. Und Nummer 8, das Daily Progress Pick. Das kann sein, dass du dein Handy aufstellst, dich einfach selber filmst oder vielleicht so einen Self-Timer-Effekt einstellst. Oder aber auch ganz simpel einfach ein Selfie von dir machst. Es geht darum, du sollst täglich deinen Fortschritt festhalten, damit man am Ende auch einen genauen Vorher-Nachher-Effekt sehen kann. Und ich verspreche dir, den wird es wirklich geben. Also du wirst geschockt sein, was für eine krasse Transformation du nach diesen 14 Tagen erleben wirst. All diese 8 Gewohnheiten müssen eingehalten werden. Keine davon darf geskippt werden. Egal wie busy du bist, diese Aufgaben lassen sich wirklich für jeden Menschen in den Alltag integrieren. Deswegen habe ich die Challenge auch genauso konzipiert. Und ich verspreche dir, wenn du sie alle sorgfältig durchziehst und natürlich auch an den Effekt glaubst, dann wirst du dein Glow-Up erreichen. Trust me, über die letzten Jahre und Monate habe ich jedes dieser einzelnen Gewohnheiten sorgfältig getestet. Und wenn du dich wirklich diszipliniert daran hältst und an den Effekt glaubst, dann hast du gar keine andere Möglichkeit, als dein optisches Glow-Up zu erreichen. Wie gesagt, ich werde euch in der Glow-Up-Community nochmal mit extra Tipps versorgen und vor allem wird es Livestreams geben. Ich werde eure Fragen alle beantworten, sodass ihr wirklich dort nochmal ganz andere Ergebnisse erwarten könnt. Jetzt fragt ihr euch aber bestimmt, warum das Ganze? Warum soll ich das überhaupt machen? Optisch mein Glow-Up erreichen. Ich werde euch an dieser Stelle einfach nochmal ein bisschen Motivation geben, diesen kleinen Kick in den Arsch, dass ihr diese Challenge durchzieht. Denn ihr seid es wert und es wird sich für euch einfach nur lohnen. Man hört ja so oft, es kommt auf die inneren Werte an. Glaubt mir, ich bin vollkommen d'accord damit. Euer Äußeres sollte niemals euren Selbstwert bestimmen oder das Einzige, wodurch ihr euch irgendwie definiert. Es kommt immer auf die inneren Werte an, das ist klar. Aber das Äußere kann ganz oft ein Spiegel eures Inneren sein, eurer Lebensweise, eurer Einstellung. Und genau das wollen wir erzielen. Ich selber will, dass ich nach außen hin auch wie die beste Version meiner selbst aussehe und man mir ansieht, wie ich lebe. Dein Körper ist eine Reflexion deiner Lebensweise. Dein Gesicht spiegelt nicht selten deine Persönlichkeit wider und dein Style ist letztendlich deine Visitenkarte. All das soll irgendwie stimmig sein mit meinem Inneren. Bestimmt hast du auch schon mal von dem sogenannten Pretty Privilege gehört. Dieser Begriff ist in aller Munde und das kann man in unserer Gesellschaft nicht leugnen, dass der existiert. Was ist der Pretty Privilege? Der Pretty Privilege bedeutet, dass Menschen, die besser und attraktiver aussehen, es grundsätzlich leichter haben. In der Karriere, in Beziehungen und. Du wirst wahrscheinlich eher die Promotion bekommen, wenn du weißt, wie du dich kleidest, wenn du weißt, wie du auftrittst. Du wirst wahrscheinlich eher deinen Traumpartner oder Freunde finden, wenn du gut aussiehst und vor allem auch auf die Menschen einen anziehenden Eindruck hinterlässt. Es liegt nämlich einfach in der Natur des Menschen, zuerst auf das Äußere zu achten. Der erste Eindruck zählt. Und wenn du besser aussiehst, wirst du auch besser behandelt. Umso mehr Liebe wir also in unser Äußeres stecken, desto mehr zeigen wir auch anderen Menschen, wie sehr wir uns respektieren und welchen Respekt wir also auch von anderen erwarten. Noch ein paar Fragen zum Schluss, die du dir vielleicht stellst. Was ist, wenn es mal einen Tag gibt, wo ich nicht alle Regeln schaffe? Diese Challenge geht 14 Tage. Wie ich gerade gesagt habe, sind alle Regeln für jeden Menschen mit dem noch so beschäftigsten Alltag einzubauen und in den Alltag zu integrieren. Wenn du einen Tag der Challenge nicht schaffst, ist es nicht so, dass du die Challenge nochmal wiederholen müsstest. Es sollte dir aber bewusst sein, dass dein Erfolg in deinen Händen liegt und demnach auch jede Gewohnheit, die du einhältst oder nicht, in deiner Verantwortung ist. Also auch wenn du das nicht glaubst, Gewohnheiten zu skippen, wird am Ende einen Einfluss auf das Ergebnis haben. Nochmal der Reminder, die Challenge startet am 15. März. Ich freue mich auf jeden von euch, der teilnimmt und vor allem auch in unsere exklusive Glow-Up-Community reinkommt. Mach diese Investition wirklich, es lohnt sich. Das hier ist dein Zeichen. Und selbst wenn du in der Community nicht länger bleiben möchtest als einen Monat, das Ganze ist jederzeit kündbar. Du hast also überhaupt nichts zu verlieren. Let's glow up. Ich bin so gespannt auf deine Ergebnisse und wir sehen uns hoffentlich in meiner Glow-Up-Community. Für alle die, die in meiner Glow-Up-Community sind, es gibt auch etwas zu gewinnen. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, Insights der Challenge in eurer Story zu teilen. Taggt mich dafür mit Sophia E.L. Schulte, einfach meinem Namen auf Instagram. Ihr teilt Einblicke von den verschiedenen Gewohnheiten, wie ihr eure Self-Care macht, wie ihr eure ersten Glow-Up-Ergebnisse seht. Ihr könnt auch das Template der Challenge zum Repost nutzen. Da seid ihr wirklich ganz, ganz frei in euren Gestaltungsmöglichkeiten. Gerne könnt ihr dann natürlich auch in eurer Instagram-Story Tipps aus der Community teilen, die euch besonders gut geholfen haben. Ja, wenn jemand euch eine Frage beantwortet hat, wenn ihr selber einen guten Tipp hattet, repostet das und zeigt anderen Menschen damit, welche Erfahrungen ihr mitnehmt aus dieser Challenge. Zweite Voraussetzung, um zu gewinnen, teilt einmal in der Gruppe euren täglichen Fortschritt. Wie ist der Tag gelaufen? Was war eure Self-Care-Routine? Und welche Erkenntnis konntet ihr aus diesem Tag gewinnen? Und dritte Bedingung, um zu gewinnen, helfe mindestens einer Person in der Community, indem du ihre Frage beantwortest, hilfreiche Beiträge teilst oder deine Tipps preisgibst,
basierend natürlich auf deinem aktuellen Wissensstand. Der Gewinner bekommt dann am Ende ein Exemplar meines Buches Achieve Your Dream Body. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg, nicht nur bei der Challenge, sondern auch bei dem Gewinnspiel und bin so gespannt auf eure Glow-Up-Ergebnisse.